Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser. Ich begrüße euch zur 47. Geschichtsstunde von Egon. Wünsche euch einen schönen Samstagmorgen. Ich bin fast dort, wo ich heute wenigstens sein wollte, nämlich Sachsen-Anhalt fertig zu bekommen. Da bin ich dann heute, weil ja heute die Demo ist, da werde ich halt mal hinschauen. Ja. Weil ich dann spätestens, wenn ich danach Thüringen anfangen will, vielleicht fange ich es auch vorher noch an. Im Moment fühle ich mich noch recht fit und ich überlege gerade, weil es ja schon, muss ich mal schauen, 8:45 ist. Ich weiß nicht, ob ich dann munter werde, wenn ich mich jetzt hinlege. Und ich habe gestern relativ lange geschlafen. Also, das heißt lang, aber bin erst 16 Uhr da wieder raus. Schauen wir mal. Wie ich das mache, also wie gesagt, Sachsen-Anhalt, Thüringen wird auf jeden Fall bis morgen fertig, gehe ich mal von aus. Dazu immer noch die Deutschland- und die Weltnachrichten. Und dann sind wir langsam ja, wieder in die andere Richtung, dann wieder Bayern, Hessen etc. Und ich habe so den Eindruck, dass ein bisschen weniger los war bis jetzt. Ich will es noch nicht beschreien, was in Thüringen noch kommt, im mitteldeutschen Raum. Vielleicht komme ich doch langsam wieder ein bisschen hinterher. Mit den Rückständen. Ja, kommen wir zur 47. Geschichtsstunde. Wir sind jetzt schon im Jahr 1869. Das werde ich auch auf zwei Geschichtsstunden aufteilen. Zweimal vier Doppelseiten. Und ja, damit es nicht zu spät wird, zu lang wird, fangen wir mal an. Ja, das erste, und da muss ich kurz schauen, halt die Lupe. Wo habe ich sie? Da liegt sie. Die Randbemerkungen, ja, die kommen allesamt zuerst. Und da fangen wir mal an mit dem 5. Januar 1869. Japans Kaiser Mutsuhito, der 1868 als Meiji Tenno die Macht von den Shogunen übernommen hat, empfängt in der neuen Hauptstadt Tokio erstmals die Gesandten der ausländischen Mächte. 14. Januar 1869. Die Schauspielerin Sarah Bernhardt debütiert am Pariser Odeon in der Komödie Le Passant. Mit ihrem ausdrucksvollen und exzentrischen Darstellungsstil wird sie zu einer der populärsten Aktrisen ihrer Zeit. 6.2.1869. Die griechische Regierung unter Thrasybulos A. Tsaimis unterwirft sich der Forderung der Großmächte, alle Beziehungen zu den Aufständischen auf der osmanischen Insel Kreta abzubrechen. 1868 hatten sich die christlichen Bewohner Kretas erhoben und die Vereinigung der Insel mit Griechenland gefordert. Ja, damals war Kreta noch osmanisch, ne? 18. Februar, ja, 18. Februar 1869. Brahms, ein romantischer Klassizist. Ein deutsches Requiem von Johannes Brahms wird in Weimar erstmals in der vollständigen Fassung aufgeführt. Das Gesangswerk weist den Komponisten einmal mehr als romantischen Klassizisten aus. Kennzeichnend für Brahms ist eine Kunstauffassung, nach der im Schaffensprozess der Ausarbeitung eine größere Bedeutung zukommt als der Inspiration. Er steht damit in der Tradition des Barocks, dessen Komponisten sich weniger durch Genialität als durch ihre handwerklichen Fertigkeiten, also die Verarbeitung eines musikalischen Einfalls nach strengen formalen Regeln auszeichneten. Entsprechend liegt der Schwerpunkt von Brahms Schaffen bei den kleineren Formen der Kammermusik und dem Lied, insbesondere dem Volkslied, dessen melodische Qualitäten ihm beispielhaft erscheinen. 6. März 1869. Rangordnung in der Chemie. Der russische Naturwissenschaftler Dmitri I. Mendelejew
verkündet der Chemischen Gesellschaft in St. Petersburg eine der wichtigsten Erkenntnisse der Chemie. Werden die Elemente in einer Tabelle derart angeordnet, dass in einer Gruppe untereinander solche mit wiederkehrenden, in Klammern periodischen, Klammer zu, Eigenschaften stehen, so resultiert zeilenweise eine natürliche Anordnung der Elemente nach steigendem Atomgewicht, in Klammern Perioden, Klammer zu. Mit der Aufstellung dieses bis heute bestehenden Periodensystems begründet Mendelejew die physikalische Chemie und ebnet der modernen Atomtheorie ihren Weg. Bereits 1814 hatte der deutsche Chemiker Leopold Gmelin versucht, Beziehungen zwischen den Elementen herzustellen und dafür eine bildhafte Darstellung in Form waagerechter Perioden zu finden. Bei seinen Kollegen fand er aber kein Gehör. 1817 wies der deutsche Chemiker Johann Wolfgang Dobereiner auf die Tatsache hin, dass in der Gmelinschen Anordnung mehrfach unter chemisch ähnlichen Elementen das Atomgewicht des mittleren als Mittelwert aus den Atomgewichten der endständigen Elemente berechnet werden kann. Als solche von ihm Triaden genannte Gruppen erkannte er zum Beispiel Calcium, Strontium, Barium sowie Lithium, Natrium, Kalium. Auch der britische Gelehrte John Alexander Rayner Newlands verwendete die Atomgewichte zur Einteilung der Elemente. 1863 gelangte er zu der Erkenntnis, dass jedes achte Element ähnliche Eigenschaften aufweist. Sein Gesetz der Oktaven wurde jedoch bezweifelt. Daraufhin schlug der deutsche Arzt Julius Lothar Meyer vor, nach einem natürlichen Ordnungsprinzip für die Elemente zu suchen. Mendelejew findet dieses Prinzip, indem er feststellt, dass die chemischen Eigenschaften der Elemente periodisch mit den Atomgewichten variieren. Meyer publiziert im Dezember ein fast identisches Periodensystem auf der Grundlage der physikalischen Eigenschaften der Elemente. Tja, haben wir gesehen, ein Russe, der Vorreiter, Deutsche haben sich damit beschäftigt, was uns auffällt. Vielleicht ist es schon jemand aufgefallen, so die ganz großen Erfinder kommen alle bis jetzt nicht aus Amerika, ganz, ganz wenige. Die meisten waren Deutsche, Franzosen, Russen, Briten. Ne? Ja, wir haben schon einiges geleistet, wir müssen uns vor niemandem verstecken. Was ich bald vergessen habe, hier oben ist noch ein Bild vom Herrn Brahms, der Komponist, Pianist und Dirigent Johannes Brahms lebt überwiegend als freischaffender Künstler und wirkt vor allem in Hamburg und Wien. In Klammern Gemälde von Josef Nowak 1870. Aber den Herrn Brahms hätte ich bald vergessen, euch zu zeigen. Da ist er. Ich gehe mal noch ein bisschen heran, damit man das Gesicht noch ein bisschen besser sieht. Ja, ich hoffe, ich wackel nicht so sehr. Und dann gehen wir ein Stück zurück und das ganze Bild nochmal sehen. Und dann haben wir hier noch ein Bild. Da geht es dann um diese Rangordnung der Chemie. Eine der ersten Skizzen des periodischen Systems nach Mendelejew. Da kann man es noch gar nicht so richtig erkennen. Wir kennen es halt nur aus dem Chemiebuch. Ne? Da sieht es schon ein bisschen anders aus, aber so sah es halt damals aus. Eine der ersten Skizzen zu dem, was wir in der Schule, ich gehe mal davon aus, dass es heute immer noch so gelehrt wird, als Periodensystem der chemischen Elemente ja, lernen mussten. Na. So, weiter geht's mit 1869 ohne Datum, keine Dienstboten in der Demokratie. Die Geschwister Catherine Beecher und Harriet Beecher Stowe wollen in ihrem Buch Das Heim der amerikanischen Frau, das in New York erscheint, die sogenannte Dienstbotenfrage auf.
Die richtige Zusammenarbeit der Familienmitglieder im Haushalt ermögliche es, die Dienstboten abzuschaffen. Voraussetzung für die Stellung der Dienstbotenfrage und die Kritik der Sklaverei, die Harriet in dem Buch Onkel Toms Hütte thematisiert, ist das Erstarken der Demokratie. Was man so alles mit der Demokratie verbunden hat, sogar die Dienstboten, schau an. So, und jetzt wird es wieder ganz interessant. Da kommen wir in den Wilden Westen. Und zwar am 10. Mai 1869. Die Eisenbahn verbindet Ostküste mit Wildem Westen. Die 1086 Meilen lange Eisenbahnstrecke der Union Pacific Railroad wird in Promontory Point im US-Bundesstaat Utah durch das Einschlagen eines goldenen Nagels mit einer 60 Meilen langen Teilstrecke der Central Pacific Railroad verbunden. Die erste transkontinentale Eisenbahnstrecke der USA ist damit vollendet. Ab 1870 rollen regelmäßig Züge von Boston nach Oakland. Die erste Transkontinentale ist zugleich ein Zeichen des Sieges der Nord über die Südstaaten. Die Südstaaten hatten das Projekt vor dem Sezessionskrieg durch ihr Veto mit der Begründung zu Fall gebracht, eine Eisenbahnverbindung zwischen den kapitalstarken Zentren an der Ostküste mit dem Westen würde den Nordstaaten einen gewaltigen wirtschaftlichen Vorteil gegenüber den Südstaaten verschaffen. Aufschwung im Norden. Der Sezessionskrieg hatte der gesamten Industrie der Nordstaaten durch Kriegslieferungen den notwendigen Ausbau des Verkehrsnetzes und den Wegfall von Importen einen Aufschwung beschert. Während sich der Süden der Vereinigten Staaten nach dem Kriegsende wirtschaftlich nur langsam erholt, erleben die Nordstaaten eine Phase der Hochkonjunktur. Die Anleger investieren dabei vor allem in den Eisenbahnbau, da die verkehrsmäßige Erschließung des Landesinneren als vordringliche Aufgabe und obendrein als ein lukratives Geschäft erscheint. Sie ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für den umfassenden Binnenhandel zwischen weit auseinanderliegenden Regionen und führt zugleich zu einem Aufschwung des amerikanischen Außenhandels, insbesondere mit Europa. Die Könige der Eisenbahn. Die Politiker der USA begünstigen diese Entwicklung nach Kräften durch Landübereignungen an die Eisenbahngesellschaften. In der Regel erteilen die Einzelstaaten mit Auflagen verbundene Lizenzen an die Gesellschaften, die aufgrund steuerlicher Vergünstigungen hohe Gewinne erwirtschaften. Symbolfigur der neuen Eisenbahnkönige wird Cornelius Vanderbilt. Der risikofreudige Börsenspekulant hatte sich nach dem Sezessionskrieg dem Eisenbahngeschäft zugewandt und die Kontrolle über mehrere wichtige Linien im Osten der USA gewonnen, darunter die Hudson Bay Bahn und die New Yorker Zentralbahn. Die Gewinne aus seiner Gesellschaft und seinen Börsenspekulationen machen Vanderbilt innerhalb weniger Jahre zum reichsten Mann seiner Zeit. Bei seinem Tod im Jahre 1877 hinterlässt er ein Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar. Vanderbilt und andere Eisenbahnkönige wie Jay Gould stehen auch für die zunehmende Konzentration in der Wirtschaft, die mit dem Eisenbahnbau einhergeht. Zwischen 1869 und 1879 steigt die Produktion in den USA um stolze 58%, die der Arbeiter um 33%, die Zahl der Betriebe aber lediglich um 1%. Legendärer Buffalo Bill. Der US-Offizier William F. Point Cody erlangt Berühmtheit, weil er während des großen Eisenbahnbaus innerhalb von 17 Monaten
4.280 Bisons erlegt und an die Köche der Bautrupps verkauft. Seinen legendären Ruf als Buffalo Bill vermarktet er nach 1883 in Wildwest-Shows. Was er natürlich nicht damit dazu schreiben, das tue ich einfach mal ergänzen. Dadurch hat er natürlich die Nahrungs- und Lebensgrundlage der Indianer vernichtet, weil die haben ja von den Bisons sehr stark gelebt. Felle, Fleisch etc. Ne? Ja, so ist das halt. Der eine wird halt berühmt, weil er so viele Bisons schießt, die anderen müssen da dran verrecken. Ja, gut, das vergisst man halt immer bei solchen Sachen. Ja, und dann haben wir ja noch Bilder zu dieser ganzen Geschichte. Geschafft. Am 10. Mai 1869 treffen die Bauarbeiter der Eisenbahntrassen aufeinander und vollenden in Promontory Point die erste transkontinentale Eisenbahnstrecke der USA. Das ist der Moment, wo der goldene Nagel eingeschlagen wird. Da gibt es sogar einen Film drüber. Ach, wie ist da mit James Cagney, glaube ich. Ne? So ein altes Ding aus den 60er, 50er, 40er Jahre. Da haben sie das sehr gut gedreht. Ist, glaube ich, sogar noch in Schwarz-Weiß, wenn ich mich da recht entsinne. Und dann haben wir hier noch, der Eisenbahnbau in den USA geht von den Industriezentren aus und hat das Ziel, neue Märkte zu erschließen und Wirtschaftsräume miteinander zu verbinden. Fotografie 1869. Da haben wir so eine Eisenbahn, wie sie damals von der Ostküste zum Wilden Westen rollte. Und ich gehe mal noch ein bisschen heran mit der Bahn. Die Waggons sehen ja alle ziemlich gleich aus. Zur Westküste und zurück. Ja, das war der Eisenbahnbau in diesem Jahr 1869 in den USA. Jetzt muss ich ja kurz schauen wegen der Chronologie. Ja, das ist alles Juni. Das ist Ende Juni. Damit man nichts chronologisch durcheinander bringen. Ja, es geht weiter mit dem 25. Mai 1869. Und da kommen wir wieder nach Europa und zwar nach Österreich. Wiener Opernhaus eröffnet. Fast auf den Tag genau 6 Jahre nach der Grundsteinlegung am 20. Mai 1863 wird das umstrittene Hofopernhaus an der Wiener Ringstraße in Anwesenheit von Kaiser Franz Joseph I. feierlich eröffnet. Nach einem Prolog, gesprochen von der ungekrönten Königin des Burgtheaters, Charlotte Wolter, in Klammern im Kostüm der Vindobona, Klammer zu, spielt man Wolfgang Amadeus Mozarts Don Giovanni, in Klammern noch unter dem Titel Don Juan, Klammer zu. Die Pläne für das Opernhaus stammten von den Architekten Eduard van der Nüll und August Sieghart von Sieghartsburg, stießen aber in der Öffentlichkeit auf starke Kritik, die van der Nüll am 3. April 1868 in den Selbstmord trieb. Auch Sieghart von Sieghartsburg erlebte die Vollendung des Bauwerks nicht. Nur etwa 10 Wochen nach van der Nüls Selbstmord erlag er einem Herzinfarkt. An das militärische Desaster Österreichs im Jahre 1866 in der Schlacht von Königgrätz erinnernd wurde das Gebäude Königgrätz der Baukunst gescholten. Es kostete 3 Millionen Gulden, in Klammern das 20-fache der Baukosten des Kärntner Tor Theaters, des Kärntner Tortheaters, Klammer zu, und bietet 2.324 Zuschauern Platz. Bei voller Ausnutzung der Stehplätze und Nutzung der Logen durch je 5 Personen erweitert sich diese Zahl auf 3.100. Die Bühne ist 29 Meter breit und, in Klammern mit Hinterbühne, Klammer zu, 48 Meter tief. Das Bauwerk wurde auch als versunkene Kiste bezeichnet, nachdem das Niveau der Ringstraße vor dem Opernhaus
nach dessen Baubeginn noch angehoben wurde. Das Haus ist wie zahlreiche andere Gebäude entlang der Ringstraße in Wien im Neo-Renaissance-Stil errichtet. Das Innere des Opernhauses ist zugleich verschwenderisch und behaglich gestaltet. Die bedeutendsten Maler und Bildhauer der Hauptstadt waren daran beteiligt. Allen voran Moritz von Schwind, der die Entwürfe für den dekorativen Vorhang lieferte. Dass die Eröffnungsvorstellung nicht ganz ausverkauft ist, kann mit den hohen Eintrittspreisen, in Klammern ein Parkettsitz kostet 25 Gulden, Klammer zu, erklärt werden. Die Auseinandersetzungen um das Gebäude führen allerdings dazu, dass bereits die zweite Vorstellung am 26. Mai schlecht besucht wird und die Kritik lange Jahre nicht verstummt. Ja, so war die Gründungsgeschichte des Wiener Opernhauses. Und da haben wir noch ein paar Bilder dazu. Der Wiener Ring mit der aus der linken Gebäudezeile hervorragenden Hofoper. In Klammern Foto von A. Wimmer um 1890, Klammer zu. Also 128 Jahre her. Da ist ein Bild von einer schönen Stadt, Österreicher Wiener, die leider jetzt auch belagert wird vom Türken und vom Moslem. So schön sah das mal aus. Schön und sauber. Und dann haben wir hier die Wiener Staatsoper heute. 1920 wird das bis dahin als neue Hofoper bezeichnete Gebäude in Staatsoper umbenannt. Da haben wir es nochmal bunt in Farbe. Etwas aktueller. Das ist immer schwierig, weil ich immer denke, es ist zu dunkel, aber ich glaube, ich habe es festgestellt. Dann im Video, man kann alles gut erkennen. Ja, da haben wir den großen Abschnitt auf dieser Doppelseite weg. Und dann kommen erstmal ein paar Randbemerkungen. Ja, die können wir alle hintereinander wegmachen. Der 5. Juni 1869. Um den Nationalitätenkonflikt zu entschärfen, gesteht die österreichische Regierung den Polen in Galizien das Polnische als Dienstsprache zu. Die Polen geben sich jedoch damit nicht zufrieden und verlassen den Reichsrat. 7. Juni 1869. Bei den französischen Parlamentswahlen erhält die Regierung nur 4,4 Millionen Stimmen. Auf die Oppositionsparteien entfallen 3,2 Millionen Stimmen. 18. Juni 1869. Die konstituierende Cortes in Madrid ernennen den Revolutionsministerpräsidenten von 1868, Francisco Serrano y Domínguez, Herzog de la Torre, zum Regenten. War alles wirklich ein Name. 21. Juni 1869, für den Norddeutschen Bund wird eine Gewerbeordnung erlassen. Und dann kommen wir zum 29. Juni 1869 auf den Balkan. Serbien, Balkanland im Umbruch. Die Skupština, das serbische Parlament, beschließt die Einführung einer liberalen Verfassung. Nach der Ermordung von Fürst Michael III. Obrenović 1868 durch Anhänger des rivalisierenden Fürstenhauses Karađorđević hatte die Skupština den erst 14-jährigen Sohn des Ermordeten als Milan IV. Zum Landesfürsten proklamiert, weil sie sich von dem neuen Landesvater Unterstützung für ihren liberalen Kurs erhofften. Milan IV. Errichtete jedoch ein Polizeiregiment. Auf dem Berliner Kongress 1878 wird die Unabhängigkeit Serbiens anerkannt. 4 Jahre später wird das Land ein Königreich. Ja, 14 Jahre. Na, und da hat man damals schon Länder regiert. Jetzt will ich mal schauen.
Ja, wir sind schon über der Hälfte. Tatsächlich. Ja, wir haben schon so viel gelesen heute wieder. Kommt die letzten beiden Seiten. Da will ich nochmal kurz die Randbemerkungen kontrollieren. Ja, die eine kommt vor, die andere nach dem nächsten größeren Abschnitt. Der 3. Juli 1869. König Wilhelm I. von Preußen verkündet das Gesetz über die rechtliche Gleichstellung der religiösen Bekenntnisse auf dem Gebiet des Norddeutschen Bundes. Tja, damals hat aber wahrscheinlich der Kaiser oder damals noch König Wilhelm nicht an den Islam gedacht. Das ist immer das, wenn man heute von der Religionsfreiheit spricht und was da irgendwo vor 70, 80 Jahren mal eingeführt worden ist. Das muss man ändern, weil das ist unter ganz anderen Voraussetzungen eingeführt worden. Ich glaube, der König Wilhelm, später Kaiser Wilhelm, hätte sofort reagiert, wenn er gemerkt hätte, was für Umtriebe und wie stattfinden aufgrund eines solchen Gesetzes und wie es ausgehöhlt und ausgenutzt wird von gewissen Leuten. Ne? Ja, das zur Religionsfreiheit. Ne? Ja, dann kommen wir zu dem größeren Abschnitt erstmal hier oben. Der 7. August 1869, Kongress der SDAP in Eisenach. Auf dem Eisenacher Kongress, der bis zum 9. August dauert, wird die Sozialdemokratische Arbeiterpartei in Klammern SDAP gegründet. Sie setzt sich aus Mitgliedern der Sächsischen Volkspartei, ehemaligen Lassellianern sowie Mitgliedern des 1863 gegründeten Verbandes Deutscher Arbeitervereine zusammen. Führende Köpfe der Partei sind Wilhelm Liebknecht und August Bebel. Das im Eisenacher Programm formulierte Hauptziel ist die Errichtung des freien Volksstaates durch Abschaffung aller Klassenherrschaft. Die SDAP erstrebt die Überwindung der jetzigen Produktionsweise durch genossenschaftliche Arbeit. Sie versteht sich als Zweig der Internationalen Arbeiterassoziation. Das ist interessant, einen freien Volksstaat. Heute ist die SPD der größte Bekämpfer der Volksstaaten. Sie möchten alles multikulturisieren, so bunt wie möglich, alles auflösen, jede Identität. Die sind irgendwie total alle wirre geworden bei den Roten, oder? Ne? Ja, hier haben wir ein Bild von August Bebel. Der ursprünglich sozialistischem Gedankengut kritisch gegenüberstehende August Bebel wurde unter Liebknechts Einfluss zum Marxisten und erreichte 1868 auf dem Vereinstag in Nürnberg, dass sich die erste Arbeitervereine der ersten Internationale anschlossen. Haben Sie einen Schreibfehler? Die ersten hätten da stehen müssen. Der ersten Internationale. Da ist er. Haben wir das Bild. Das war der Herr August Bebel. So, und dann geht's weiter mit der nächsten Randbemerkung. Ja, der 15.08.1869. Im Krieg zwischen Paraguay und der Tripelallianz aus Brasilien, Argentinien und Uruguay erringen brasilianische Truppen in der Schlacht bei Curupaiti den entscheidenden Sieg über den paraguayischen Diktator Francisco Solano López. Tja, da ging es auch immer. Und da weiß man auch immer so aus den geschichtlichen Sachen, wenn man da ein bisschen sich auskennt, weiß man auch, warum es gewisse Rivalitäten dann gibt im Fußball auch. Ne? Ja, der 8. September 1869. Frankreichs Parlament ist gestärkt. Durch Senatsbeschluss wird im Kaiserreich Frankreich eine halbparlamentarische Regierungsform eingeführt. Um sein Ansehen zu festigen und der starken liberalen Opposition entgegenzukommen, gestaltet Napoleon III. Sein Regime in ein Empire liberal,
um und lässt eine Stärkung des Parlaments sowie rechtsstaatliche Garantien zu. Die Abgeordnetenkammer erhält das Recht zu Gesetzesinitiativen und das Budgetbewilligungsrecht. Die Minister sind nicht mehr nur dem Kaiser, sondern auch der Kammer verantwortlich. Bereits 1864 hatte Napoleon III. In einem Programm der notwendigen Freiheiten die Person, die Presse und das Parlament betreffend Zugeständnisse machen müssen. Vorausgegangen war ein Prestigeverlust Napoleons III., der mit außenpolitischen Misserfolgen, aber auch mit der Unentschlossenheit und dem schlechten Gesundheitszustand des Kaisers zusammenhing. Die Kaiserin wollte weiter am autoritären Regierungsstil festhalten. Mit der Reform reagiert er auf einen Wahlerfolg der republikanischen Opposition. In einer Volksabstimmung 1870 wird die neue Verfassung und das liberale Kaisertum mit überwältigender Mehrheit bestätigt. Tja, sieht man, in Frankreich waren sie eigentlich immer Vorreiter für positive Sachen. Im Moment sind sie eher, so habe ich den Eindruck, der Vorreiter für die Zerstörung des Kontinents. Ne? Ja. Dann wollen wir mal gucken. Das ist letzte heute, der 21. Oktober 1869. Erste Postkarten verschickt. Als erstes Land der Welt führt Österreich auf seinem Gebiet die Postkarte ein. Die sogenannte Korrespondenzkarte soll den Austausch auf dem Postweg nicht nur vereinfachen, sondern vor allem beschleunigen. Auf ihrer Vorderseite weist die neue Postsendung den zur Frankierung erforderlichen Wertstempel sowie einen Vordruck für die Adresse auf, während die Rückseite individuellen Mitteilungen vorbehalten ist. Bereits 1865 hatte der Oberpostrat Heinrich von Stephan in einer Denkschrift die Einführung der Postkarte gefordert. Das preußische Generalpostamt griff seinen Vorschlag jedoch nicht auf. Die österreichische Postverwaltung reagiert hingegen prompt auf einen ähnlichen Vorschlag, den der Wiener Professor Emanuel Hermann am 26. Januar 1869 in der neuen freien Presse machte. In Deutschland erfolgt die Einführung der Postkarte erst nach dem Amtsantritt Stephans als Generalpostdirektor im Juni 1870. Bis Ende 1872 weisen die Postkarten jedoch noch nicht den eingedruckten Franco-Stempel auf. Während des Deutsch-Französischen Krieges 1870-71 erfreut sich die Postkarte bereits größter Beliebtheit. Allein im ersten Kriegsjahr werden mehr als 10 Millionen Postkarten verschickt. Ja, und da haben wir hier ein paar Bilder von Postkarten. Die Korrespondenzkarte der österreichischen Post ist die erste Postkarte der Welt. In Klammern gelaufenes Exemplar von Stuschwitz nach Wien. Abgestempelt am 4. Oktober 1869. So, und jetzt kommt sie bei euch an. Hat die Post lange gedauert. Hier ist die erste österreichische Postkarte. Und dann haben wir noch so ein Teil. Exemplar der ersten deutschen Postkarte mit eingedruckter Freimarke. Abgestempelt wird sie am 18. Oktober 1874. Na, schau an, die allererste deutsche Postkarte. Etwas schlichter, halt preußisch gemacht, wie sich das gehört. Na, ja, und damit sind wir vom Datum her schon sehr weit im Jahre 1869. Es kommen aber noch drei Seiten plus ein Fokus zu einem Thema. Ja,
Und damit sind wir für heute wieder durch. Ich will mal schauen, dass ich auch keine Sache vergessen habe. Das mit Paraguay hat man, die Bilder haben wir alle. Ja, heute haben wir nichts übersehen. Ja, das war schon ein ganzes Stück 1869. Und ja, wir kommen dem Ereignis der Deutschen immer näher. Dem bis heute für mich wichtigsten und größten Ereignis, das wir jemals hatten. Ja, und auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen schönen Samstag. Wie gesagt, ich schaue mal, ob ich erst jetzt noch die paar Tage Sachsen-Anhalt fertig mache und das Video dann hochlade, damit ihr es schon mal gucken könnt. Oder ob ich es gleich mal schauen. Auf jeden Fall werde ich sehen, dass ich es noch vor der Demo hochlade. Ja, ansonsten, wie immer, bleibt kämpferisch, haltet die Ohren steif. Ciao, ciao, euer Egon.